Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen bei eurem Aussie Gamer. Heute gibt's Rocket League bei mir auf dem Kanal zu sehen. Es ist ja in recht vielen Munden schon so weit gekommen, dass es ein recht gutes Spiel sein wird. Ich habe es mir jetzt mal aus dem Store gezogen und werde jetzt mal sehen, wie es wirklich ist, um mir mal ein eigenes, eine eigene Meinung mal drüber zu bilden. Es wird demnächst dann auch, denke ich mal, mit ein paar Leuten dann im Mehrspielermodus werden. Ich mache jetzt an sich erstmal bloß ein einzelnes Spiel und ja, gegen Bot. Mal Anfänger an sich. Und ja, mal sehen, wie es wird. Wenn es mir gefällt, gibt es bestimmt weitere Videos bei mir auf dem Kanal. Und wenn nicht, dann halt nie. Aber ich denke mal schon, dass es ganz gut wird. Ja, wie gesagt, ihr könnt hier einstellen, ob ihr online spielen wollt mit Freunden. Ihr könnt hier auch, so wie ich jetzt gerade gesehen habe, privates Match. Ein Online-Match, genau, also halt privat zu erstellen. Und dann könnt ihr hier eine Saison spielen. Garage habt ihr, wo ihr bestimmt Wagen machen könnt. Genau, sind die Wagen halt, die zur Auswahl stehen. Was noch so freigeschaltet werden muss, das ist klar. Aufkleber, Lackierung, Räder, Kadenspur. Dachaufsatz, was haben wir noch? Antenne. Ja, also es gibt schon recht viel. Und ich würde mal sagen, wir starten gleich mal durch. Wir machen mal ein Freundschaftsspiel gegen Bots, ein Anfänger, in 1 gegen 1. Und wir starten das Ding gleich mal hier. Und ja, wie gesagt, ich habe schon recht viel Gutes über das Spiel gehört und mal gucken, ob es dann, ob es das auch hält. Was nehmen wir denn hier für eine Farbe? Nehmen wir blau. Und mal gucken hier. Okay, R2 ist ganz normal. Mal gucken, wie das hier läuft. Zack. Sehen wir. Wo ist er denn? Man könnte doch auch irgendwie hier die Kamera für den Ball irgendwie nehmen. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Scheiße. Ah, Ball. Also Ballkamera ist Dreieck drücken. Okay, gut. Kann man eigentlich da anlassen, das kommt am besten. Oh Gott, ja, jawohl. Wurm ist drinne, jawohl, sehr schönes Ding. Und da kommt schon die erste Trophäe. Einmal frei. Wie gesagt, so an sich ist es schon nicht schlecht gemacht. Ist halt Autoball auf der PS4. Und ja, so, was? Oh nein, what the fuck. Scheiße. Mal gucken hier. Ja, und während wir jetzt das spielen, kann ich auch mal ein bisschen mit euch ein bisschen was reden. Und zwar, wie es auf meinem Kanal weitergehen soll. Wenn ihr, ich sag mal, ihr habt Anliegen, Ansprüche, beziehungsweise Wünsche, was ich spielen soll oder so. Dann teilt mal in die Kommentare, macht mal einen Kommentar dazu, lasst mal eine Bewertung da und dann kann ich für euch direkt dann sehen, was ihr auf meinem Kanal sehen wollt und was halt nicht. Das wird auch, sagen wir mal, können wir gleich als kleines Klartext-Video mit bezeichnen hier. Und ja, dann sagt mal gucken, was halt noch so kommt. Als nächstes wird auf meinem Kanal dann denke ich mal, also was heißt als nächstes? Ist ja noch ein bisschen hin, Ape, das kommt, Need for Speed kommt, das neue, dann Black Ops 3 auf jeden Fall, das wird auch kommen. Was bei mir auch kommen wird, ist vielleicht eine neue Zusammenarbeit mit Mr. Sneaker. Er hat ein neues Spiel, aber so ein, ich sag mal, Strategiespiel, was er jetzt spielt und mal gucken, was jetzt da rauskommt, ob es ihm an sich gefällt. Wenn ja, denke ich mal, dass ich vielleicht mit da mitmache, also Zusammenarbeit dann, aber auch so an sich, mal gucken, was da so wird. Ja, also es ist nicht ganz so leicht, das Spiel, also so auch mit dem ganzen Handling von dem Auto wird es auch relativ schwer werden, aber mal gucken, ich krieg das bestimmt schon hin. Wo wir ein bisschen ordentlich spielen, so lange sind wir hier peinlich, also gegen den Anfänger hier Bot zu verlieren, das ist schon doch recht schlecht. Na, ja. Ah, fuck, bin eben gesprungen.
Gott, oh Gott, oh Gott, Alter. Ist ja hier. Nein, bleib hier. Da ich Autoball noch nie vorher direkt irgendwie gespielt habe oder irgendwie so, ist es schon doch recht schwer, aber es macht eigentlich Spaß. Wenn man es auch dann mit mehreren Leuten spielt, wird es dann auch richtig spaßig. Weil, wenn man das sicher ein 2-2 oder 3-3-3 Team macht, ist es schon dann recht lustig. Nein, nein, vergiss es, vergiss es. Mal hier eine Glanzparade auf dem Freien. Zack, weg mit dem Ding. Arsch. Ja, das Ding hier. Ja, diese gelben Punkte, die es hier gibt, sind eigentlich dafür da, um Boost zu bekommen. Ihr habt auf der rechten Seite unten habt ihr die Boost-Anzeige, wie viel ihr machen könnt. Den Boost direkt abfeuern habe ich jetzt noch nie rausgefunden. Ach, genau, auf Kreis kann man den Boost einsetzen. Da wird es wie so eine kleine Nitro-Anzeige dann halt gemacht. Deshalb könnt ihr dort dann den Boost einschalten. Wenn ich jetzt Kreis drücke, dann fährt das kleines Mimi schneller. Und wenn das voll ist, geht es dann bestimmt richtig ordentlich ab. Nein, vergiss es. Vergiss es. Tja, hau ab. Glanzparade von Gandhi, ne? Ihr könnt auch, wenn ihr, ich glaube, recht schnell gegen den Gegner fahrt, dann könnt ihr ihn auch zerstören. Oh, fuck. Nein, komm, komm, komm. Weg hier, weg, 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 weg. Ich denke mal, so wie das ist, werde ich das Video jetzt in ein paar Stunden hochladen. Heute haben wir einen, muss ich erstmal kurz gucken, ob wir den haben, aber ich denke mal jetzt zum Samstag, also ist dann noch online sein, könnt ihr es euch reinziehen und wie gesagt, ich wollte halt schon gerne mal von euch wissen, was ihr halt, scheiße, was ihr halt sagt, wie das Spiel ist und was ihr demnächst so auf meinem Kanal sehen wollt. Würde mich schon freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst, einen Kommentar. Ja. Jawoll, einwandfrei. Das war doch mal ein geiles Ding. Richtig geil. So. Jetzt wollen wir das Ding anschnibbeln. Jawoll, einwandfrei. Juhu! Also so kann man auch leicht Tore schießen, einfach Vollgas hin und dann ein bisschen anschnibbeln das Ding. Dann klappt das. Oh Gott. What the fuck. Wie ihr seht, wenn ihr jetzt hier. Ich mag das jetzt auch gerade. Ich komme jetzt schon ein bisschen besser klar mit der Steuerung. Und. Das Spiel erfordert halt ein bisschen Übung, das ist klar. Aber ihr müsst das auch ein bisschen rauskriegen, wie ihr den Ball spielen müsst. Beziehungsweise wann halt der Ball ordentlich ankommt. Also es gibt manchmal auch hier. Oh, jawohl, Hackentrick. Einmal frei. Es gibt auch, ich sag mal, recht gute Tricks dann bestimmt, wie man halt dann springen kann oder so. Also mitten im Sprung dann sich drehen und so. Also ist dann auch schon richtig geil. Man kann nur dann, ich denke mal, ordentliche Montagen machen hier, wo man halt dann mal die besten Tricks und so dann aufzeigt. Einmal frei. Das erste gewonnen. Was haben wir hier freigeschaltet? Königskrone, ein Dachaufsatz. Anlegen. So. Ja. So, mal gucken. Ach ja, Dachkrone. Okay, gut. Also, kannst du direkt gleich aufsetzen, dann sieht man das. Und man kann halt hier noch weiteres freischalten. Kann man hier, Flaggen machen, Nationalitäten und sowas. Dann der Pink, Gott, oh Gott, machen wir mal blau hier. Reifen. Und auch reinmachen. Lackierungen, haben wir hier, Flammen und so. Verschiedene Autos noch, was haben wir hier noch? Nehmen wir mal den Roadhog. Ja, genau. Das sieht doch schon recht nice aus. Die Krone ist jetzt zwar etwas sehr übertrieben aus, aber naja. Gut, okay. Das soll es bis hierhin erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat
dich erstmal wieder gefallen, hoffe ich. Und ja, wie gesagt, lasst mal eine Bewertung da, das wäre schön. Ein Daumen nach oben würde mich aufhören, wenn euch das Video gefallen hat. Und schreibt mir bitte unten in die Kommentare, was ihr demnächst auf meinem Kanal sehen wollt. Und wer bis jetzt bis hierhin geguckt hat, der schon mal so als kleine Ankündigung, ich fahre jetzt demnächst in Urlaub, das heißt, es gibt da keine Videos, weil ich dort nicht die Möglichkeit habe, Videos hochzuladen. Und ich werde einen kleinen Vlog machen vom Urlaub direkt. Aber so im Großen und Ganzen wird es jetzt kein direkt großer, wird mal ein paar Videosequenzen geben. Muss ich halt sehen, wie ich das da gerade mache in Sachen Schneiden und so gleich. Und ja, das würde ich erstmal sagen, das war es erstmal von meiner Seite aus. Und wie gesagt, lasst eine Bewertung da. Ich bin erstmal raus, bis zum nächsten Mal und tschüss.